Und damit ein herzliches Willkommen zurück an dich zu einem neuen Tutorial. Ja, heute gucken wir uns einmal die Remote Desktop Sitzungen von Windows an. Ich denke, jeder von bzw. viele von euch dürften diese auch kennen. Die erlauben es, remote auf einen Server sich zu verbinden, ohne dass man an dem Server dran stehen muss. Problematisch ist dabei allerdings, dass in der Standardeinstellung nur die Administratoren von einem Windows-Server sich auf den Server verbinden dürfen. Das Ganze wollen wir ändern, um uns mal angucken, wie wir dann auch Benutzer hinzufügen können, die nicht unbedingt in der Admin-Gruppe von dem Server sein müssen, da das Ganze ja auch ein bisschen Sicherheitsrisiko bürgen kann. Ja, hier haben wir einen Standard Windows 10 Rechner, der möchte sich jetzt dann gleich hier mit der Remote Desktop Verbindung auf diesen Server verbinden. Das ist hier ein Windows Server 2019 Data Center. Ja, schalten wir einmal zurück, klicken hier auf Verbinden. Wir wollen uns da jetzt einmal drauf verbinden. Den User 1 habe ich schon angelegt. Passwort ist User 1. Alles klein ist jetzt hier allerdings auch kein sicherheitsrelevanter Account. Klicken wir auf OK, bekommen dann auch das Zertifikat angezeigt. Kann mich allerdings nicht anmelden, da das Benutzerkonto nicht zur Remote-Anmeldung autorisiert ist. Ja, dem Ganzen können wir Abhilfe schaffen und gleich zu Anfang an, der Server hier und der Client sind beide nicht in einer Domäne drin. Wenn die Clients und Server in der Domäne sind, geht das Ganze nochmal einfacher. Was wir müssen, wir gehen einmal auf den Server in die Systemsteuerung, wer nicht weiß, wie wir hinkommen. Systemsteuerung öffnen, System und Sicherheit und nochmal System. Dann haben wir hier auf der rechten Seite Einstellungen ändern, da klicken wir drauf. Dann bekommen wir dieses Fenster hier oben, klicken wir nochmal auf Remote und dann haben wir hier die Remote Desktop Einstellungen. Da sehen wir generell, dass Remote Desktop auf diesem PC zugelassen ist. Wir klicken hier unten allerdings auf den magischen Button Benutzer auswählen. Dann sehen wir hier eine Liste, wer Zugriff hat. Die ist im Moment noch leer. Hier unten steht auch, Administrator hat bereits Zugriff. Ja, das ist richtig, die Administratoren haben immer Zugriff, deswegen müssen wir die hier nicht hinzufügen. Wenn wir jetzt den Benutzer hier hinzufügen wollen, klicken wir hier auf Hinzufügen und tragen hier den Benutzernamen des Nutzers ein. Klicken hier auf Name überprüfen, dann wird das Ganze hier autovervollständigt. Klicken auf OK, dann steht der hier auch drin. Nochmal okay und nochmal okay. Und wenn wir jetzt nochmal zurückschalten auf diesen Windows 7 Client, der soll sich hier jetzt nochmal anmelden. Bekommen wir nochmal das Zertifikat angezeigt. Und dann sind wir auch schon auf der Kiste drauf. Auf dem Rechner an sich können wir uns natürlich dann nur in Anführungsstrichen mit unseren eigenen Benutzerrechten umherbewegen. Da wir nicht in der Admin-Gruppe sind, können wir hier zum Beispiel nicht auf die Registrierung oder sonstiges zugreifen oder hier Einstellungen verändern. Das können wir selbstverständlich nicht. Dazu müssten wir dann nochmal in der Administratorgruppe auf dem Server sein. Ja, soviel dazu, wie wir einem Benutzer, der nicht in der Admin-Gruppe von einem Windows-Server ist, die Remote-Anmeldung gestatten können. Wenn es wieder geholfen hat, dann lasst da einfach mal einen Daumen hoch da und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin und tschüss.